Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Hype News auf unserem Kanal. Heute gibt es echt sehr, sehr viele interessante Sneaker News, dass es so viele gibt, dass ich das Video schnell durchgeben muss, weil sonst wird es echt viel, viel zu lang. Dementsprechend bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, um keine dieser Informationen zu verpassen. Und wie immer dürft ihr diesem Video schon mal einen Daumen nach oben geben, denn das würde uns wirklich sehr doll unterstützen und einiges weiterhelfen. Für die Leute, die jetzt noch auf diesem Kanal sind und wirklich gar keine Ahnung haben, was Hype News ist, bei Hype News stellen wir euch alle Informationen vor, die sich das Sneaker- und Fashion-Herz wünschen kann. Dementsprechend lasst einfach ein Abo da und schaltet die Glocke an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ihr dürft mich auch noch gerne auf Instagram auschecken. Allerdings ist mein Instagram-Account irgendwie gerade von Instagram gesperrt worden, weil ich angeblich irgendjemand anderen nachgemacht habe. Aber wenn er wieder da ist, dürft ihr mich dort gerne auschecken. Auf jeden Fall würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt zum Top-Thema der Woche. Und für mich ist diese Woche das Top-Thema eine Kollabo zwischen McDonald's und Travis Scott. Bis jetzt gibt es noch keine hundertprozentig genauen Informationen. Allerdings ist so in den letzten Tagen und schon fast Wochen so die eine oder andere Information durchgerutscht, dass es dort eben eine Zusammenarbeit geben wird. Bis jetzt gibt es halt nur ein paar Mockup-Bilder von Klamotten, die höchstwahrscheinlich rauskommen sollen. Unter anderem ist da, glaube ich, eine Jeansjacke dabei, Pullover, T-Shirts, Hosen. Also, sag ich mal, das eine oder andere ist dabei. Aber ich denke mal, dass es dann zum Beispiel auch von McDonald's-Seite mehr geben wird. Also vielleicht Custom-Boxen, also Essensboxen oder was auch immer. Ich persönlich bin jetzt nicht der größte Fan von McDonald's und ich finde die Pieces, die jetzt so auf den ersten Mockup-Bildern so gezeigt wurden, auch nicht so cool. Dennoch ist es auf jeden Fall eigentlich eine ganz lustige Kollabo und vielleicht gibt es den einen oder anderen von euch, der sich dafür auf jeden Fall interessiert. Deswegen für mich diese Woche das Top-Thema und ich würde sagen, wir kommen jetzt aber zu den normalen Releases. Bei den normalen Releases geht es am 27.08. los mit den Jordan 3 Denim White Cement. Diese Schuhe wird 200 Euro Mute kosten und nichts im Resale bringen. Dennoch finde ich persönlich, dass es eigentlich ein ganz cooler Jordan 3er ist, vor allem weil es halt einfach ein schlichter OG-Colorway ist, jetzt aber ein wenig überarbeitet eben in diesem Denim-Look. Das bedeutet, alles was normal eigentlich dieses Elephant Print Upper hat, also dieses graue Upper, ist jetzt aus so einem Jeans-Hosenstoff. Finde ich eigentlich eine ganz coole Sache, dass man eben versucht, so bestehende, gut laufende Colorways nochmal ein bisschen zu überarbeiten und ein bisschen besonderer zu machen. Dementsprechend meiner Meinung nach eigentlich ein ganz cooler Schuh. Aber wie gesagt, zum Resellen ist er nicht geeignet, also da am besten eher die Finger von lassen. Es könnte sehr gut sein, dass ihr auf den Schuh sitzen bleiben werdet. Ebenfalls am 27.08. geht es dann weiter mit dem Kobe 5 Pro Tro Projekt in der Kollabo mit Andy Fiedel. Diese beiden Schuhe werden zusammen 390 Euro Mute kosten und zum Resellen möchte ich nichts erwähnen. Ich habe auch wirklich keine Ahnung, ob der überhaupt was im Resell bringen könnte. Denn meiner Meinung nach ist es sehr, sehr unmoralisch, sich jetzt den Tod von Kobe Bryant zu nutzen zu machen und dann eben Schuhe, die jetzt nochmal rauskommen, zu resellen. Denn wie gesagt, das ist halt einfach meiner Meinung nach nicht richtig. Kobe Bryant, für die Leute, die es nicht wissen, ist am Anfang des Jahres gestorben. Und jetzt halt, sage ich mal, sich das Ganze zu nutzen zu machen, finde ich halt ein wenig unmoralisch. Auf jeden Fall wird es, wie gesagt, in diesem Pack zwei Colorways geben. Der weiße Colorway ist sozusagen ein Tribut an die Charlotte Hornets, die ihn damals bei dem NBA Draft gewählt haben. Und der andere Colorway ist so ein Mix aus den ganzen Farben von den Teams, die ihn bei dem Draft ausgelassen haben. Also bei den, so einen, sage ich mal, ein Mix aus den Farben von den 13 Teams, die ihn vorher bei dem Draft nicht gewählt haben. Und danach, nachdem er gewählt wurde, wurde er direkt an die LA Lakers weitergegeben von den Charlotte Hornets und hat dann eine extrem krasse Saison gespielt, 1996. Dementsprechend ist, sag ich mal, nochmal dieser goldene Swoosh, der bei beiden Schuhen ist, sozusagen nochmal ein Tribut an diese gute Saison. Also all over eigentlich ein ganz cooler Schuh. Bis jetzt wurde aber leider noch nicht bekannt gegeben, ob der auch in Deutschland rauskommen soll. Bis jetzt gibt es nur Informationen, dass er bei Andy Fiedel und auf der amerikanischen Nike Sneakers App rauskommen soll. Weiter geht es dann am 1.9. mit den Jordan 4 in dem PSG Colorway. Dieser Schuh wird 200 Euro Mute kosten und ebenfalls nicht wirklich etwas im Resale bringen. Auch da wie immer meine Empfehlung, kauft euch den Schuh nur, wenn ihr ihn wirklich selber tragen wollt, denn es kann wieder wie immer gut sein, dass man auf den sitzen bleibt. Ich persönlich muss sagen, dass der Colorway eigentlich ganz cool ist, aber ich finde das PSG hinten auf der Heel Cap nicht so cool. Da sollte eher ein FC Bayern Logo sein, also das Logo von den wirklichen Champions League Siegern. Auf jeden Fall meiner Meinung nach eigentlich ein ganz cooler Schuh vom Colorway her, dennoch würde ich ihn mir wahrscheinlich nicht kaufen. Und wenn ihr euch den kauft und denkt, man kann da eventuell doch ein bisschen was rausholen, dann flippt ihn, aber ich würde es euch nicht empfehlen, den Schuh zum Resale zu kaufen. Da machen wir jetzt weiter mit den gehypten Releases und da gibt es diese Woche echt sehr, sehr viele kranke Releases, deswegen will ich gar nicht lange drum um den heißen Brei reden und wir fangen direkt mal an. Und der erste Schuh ist der Jordan 1 High Zoom Crater. Dieser Schuh wird höchstwahrscheinlich am 28.08. rauskommen, beziehungsweise so am 1.9. oder ein, zwei Tage danach.
denn bis jetzt gibt es kein genaues Release-Datum für Europa und die USA. Dementsprechend orientiert man sich jetzt so ein bisschen an dem japanischen Release-Datum, welches am 1.9. ist, weil das steht schon fest und bis jetzt das europäische oder deutsche noch nicht. Dementsprechend müssen wir da noch mal ein bisschen warten, aber ich dachte mir, falls das jetzt schon früher sein sollte, wisst ihr auf jeden Fall schon mal Bescheid. Wenn dieser Schuh rauskommen wird, wird er 175 Euro Muße kosten und in den Size US 7 bis 9,5 so circa 250 Euro Muße bringen. Ich persönlich muss sagen, dass ich die Schuhe eigentlich echt cool finde, weil das Konzept von dem mal wieder ganz gut ist, denn die sind mal wieder aus, glaube ich, schätze ich so zwischen 25-50% recycelten Materialien, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, denn damit achtet auch Nike mittlerweile ein bisschen auf Nachhaltigkeit und versucht eben recycelte Schuhe auf den Markt zu bringen. Dennoch würde ich ihn mir höchstwahrscheinlich vom Colorway nicht kaufen und ihn, sage ich mal, wenn er flippen, denn meiner Meinung nach ist es jetzt nicht der schönste Schuh. Aber wie gesagt, Konzept eigentlich ganz cool und man könnte ihn an sich auch noch ganz gut tragen. Dann wird es ein paar Tage später mit den Nike SB Dunk Low in der Kollabo mit Civilist Berlin weitergehen. Dieser Schuh soll am 29.08. bei gewählten Skate Stores rauskommen. Wenn dieser Schuh rauskommt, wird er 100 Euro Muße kosten und in den Size US 7 bis 10 circa wird der Schuh 500 Euro Muße bringen. Ich persönlich muss sagen, dass ich den eigentlich so von Konzept ganz cool finde. Allerdings ist es jetzt nicht wirklich etwas, was ich selber tragen würde, denn ich bin nicht so der Fan von schwarzen Schuhen. Und dann, wenn dieses Heatmap-Pattern rauskommt, finde ich das auch nicht so cool. Denn meiner Meinung nach ist es einfach ein wenig zu bunt und diese ganzen verschiedenen Farben sehen meiner Meinung nach nicht so cool aus. Ich hätte es cooler gefunden, wenn es ein wenig einheitlicher wäre und zum Beispiel, wenn es kalt ist, dass dann eher so ein Blau rauskommt und wenn es richtig warm wird, dass es eher so rot wird. So, jetzt ist es nicht so das, was ich persönlich selber tragen würde. Dennoch auf jeden Fall sehr, sehr cooler Schuh und wenn ihr euch den kaufen solltet, stockt den auf jeden Fall. Der sollte mit der Zeit nach oben gehen. Aber wie gesagt, an sich nichts für mich, aber dennoch eigentlich ganz cooler Release. Und by the way, ich würde eigentlich eine Raffle-List in meiner Instagram-Story hochladen. Wie gesagt, kann ich gerade nicht. Mein Instagram-Account ist komischerweise, warum auch immer, gesperrt. Also voll zu Unrecht. Aber Tu wird eine Instagram-Story hochladen. Also check den da auf jeden Fall mal aus. Dann geht es ebenfalls am 29.08. weiter mit den Sean Wotherspoon in der Kollabo mit Adidas und zwar den Super Earth. Dieser Schuh wird 130 Euro Muße kosten und in den Size US 8 bis 10 wird der Schuh so circa zwischen 180 und 200 Euro Muße bringen. Auch das ist mal wieder vom Konzept her eigentlich ein sehr cooler Schuh, denn er ist wieder komplett recycelt und auch Adidas geht damit ja auch immer mehr in die Richtung von komplett recycelten Schuhen. Die machen das Ganze jetzt schon seit mehreren Jahren mit deren recycelten Schuhen, allerdings ist das jetzt, glaube ich, einer der ersten, die so in einer Superstar-Silhouette sind, die jetzt, sag ich mal, 100% recycelt sind. Und sonst an sich, das Design ist ganz cool. Ich persönlich würde es jetzt selber wahrscheinlich nicht tragen. Ist halt wieder so ein bisschen das klassische Bunte von Sean Wotherspoon reingebracht. Und dann halt eben diese Blumen und sowas ist ganz cool. Aber ich denke mal, dass es für mich oder ich finde, dass es eher ein Frauenschuh ist. Auch mit diesen runterhängenden Stoffschnüren finde ich persönlich, dass es jetzt nicht wirklich etwas für Männer ist. Klar, wenn ihr ihn tragen wollt, dann könnt ihr es halt genauso machen. Es ist auch wirklich nur meine eigene Meinung. An sich aber, wie gesagt, ganz cooler Release, ganz cooler Schuh vom Design, vom Konzept her. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt aber direkt zum nächsten. Der nächste Schuh soll ebenfalls wieder am 29.08. rauskommen und zwar handelt es sich hier um den Adidas Yeezy 700 V3 in dem Azareth Colorway. Dieser Schuh wird 200 Euro Muße kosten und in den Size US 9,5 bis US 13 wird der Schuh so circa 350 Euro Muße. Ich persönlich muss sagen, dass er nicht so wirklich mein Schuh ist. Allgemein wisst ihr Bescheid, dass ich so Yeezys nicht so gerne trage und ich finde halt eben, dass der Colorway mit diesem Blau nicht so clean ist. Da hätte ich zum Beispiel den Azael viel, viel cooler gefunden. Dennoch eigentlich ein ganz cooler Release und für die Leute, die eben aufs Resellen gehen, kann man den halt tatsächlich wieder mal ganz gut resellen. Meine Empfehlung hier aber, flippt den Schuh auf jeden Fall, denn er wird nicht wirklich in der kommenden Zeit noch an Wert gewinnen. Es gäbe es nicht schon genug Releases am 29.08. geht es hier jetzt auch nochmal weiter mit den Jordan 4 in der Kollabo mit Union LA. Dort soll der jetzt wahrscheinlich nur in-store bzw. bei Union LA am 29.08. rauskommen und dann worldwide am 30.08. Dieser Schuh wird 250 Euro oder diese Schuhe werden 250 Euro Muße kosten und in den Size US 7 bis 10 werden diese um die 750 Euro Muße bringen. Ich persönlich muss sagen, dass beide Colorways jetzt nicht die schönsten sind, die es bis jetzt so gab und die Jordan 1 Union LA sahen auf jeden Fall wesentlich besser aus, dennoch sind es eigentlich ganz coole Schuhe und vor allem den schwarzen kann man sich eigentlich noch ganz gut geben, was ich persönlich auch gut finde, dass man die Lasche, sage ich mal, selber die Naht entfernen kann, so dass es, sage ich mal, das ist eine ganz normale
Jordan 4er Lasche ist, weil davor sah der ein wenig komisch aus und so sieht der jetzt wesentlich, wesentlich besser aus. Es kommen in dieser Kollabo noch zwei andere Schuhe raus, allerdings hatte ich die jetzt nicht mit reingenommen, weil ich die einfach nicht so prickelnd finde. Ich denke mal, dass man die auch resellen kann, aber eben nicht so gut, weil es ist irgendein Jordan Delta und irgendein Jordan, was weiß ich, Zoom 92, wie auch immer. Auf jeden Fall, die beiden Jordan 4er sind meiner Meinung nach eigentlich echt sehr, sehr cool. Besonders der schwarze, den finde ich echt nicht schlecht. Und ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, weil bei beiden Schuhen wurde jetzt eigentlich angekündigt, dass die Worldwide kommen sollen. Aber soweit ich weiß, wird der beige oder pinke oder wie auch immer Jordan 4er nur bei Union LA rauskommen und der schwarze wird dann eben Worldwide rauskommen. Also nur, dass ihr das noch im Hinterkopf behaltet. Meine Empfehlung hier, am besten die Schuhe flippen, weil die bringen momentan echt sehr, sehr viel im Resell und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nach dem Release nochmal viel weiter nach oben gehen. Also sie werden erstmal hart droppen und dann, wenn mit der Zeit, nochmal irgendwann wieder nach oben gehen. By the way, ich denke mal nicht, dass wir es schaffen, ein How-to-Cop-Guide zu diesen Schuhen zu machen. Dennoch werden wir euch einfach eine Raffle-List in unseren Instagram-Stories hochladen. Ich hoffe, dass bis dahin mein Instagram-Account wieder geht. Falls nicht, wie gesagt, wird es zumachen und ihr könnt es im Community-Tab noch bei dem Mitgliederbereich, also da könnt ihr gerne mal Mitglied werden, könnt ihr auch noch, sag ich mal, mehrere Raffle-Lists immer diese Woche nachlesen. Also wenn euch das Ganze interessiert, werdet gerne Kanalmitglied, dann könnt ihr halt euch immer wieder Raffle-Lists ziehen. Dann wird es am 1.9. weitergehen mit dem Nike Dunk Low in dem Keramik-Colorway. Dieser Schuh wird 100 Euro Mute kosten und in den Size U7 bis 9,5 wird der Schuh 200 Euro Mute bringen. Das ist jetzt sozusagen der zweite Colorway aus dem Ugly Pack. Dort kam ja jetzt am Anfang des Jahres einmal schon der Plum Colorway raus und das ist jetzt sozusagen der zweite, der dort rauskam. Diese Schuhe kamen 2001 das erste Mal raus und haben jetzt sozusagen einen Re-Release und ich persönlich muss auch sagen, dass ich die eigentlich vom Colorway ganz cool finde. Es ist jetzt nicht der schönste Nike Dunk Low, aber bei den ersten On-Feed-Bildern, die ich gesehen habe, finde ich das Orange eigentlich schon sehr, sehr gut. Deswegen schreibt mal eure Meinung auch dazu unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren, wie ihr die findet. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt auch direkt weiter mit dem nächsten Schuh. Ach ja, die auf jeden Fall aufstocken, denn eigentlich gehen alle Nike Dunk Lows, die ein wenig besonderer sind, mit der Zeit nach oben. By the way, sorry Jungs, ich weiß nicht, ob ihr das da hört. Ich versuche das schon so gut es geht, sag ich mal, so zu machen, dass ich nur rede, dann, wenn man nichts davon hört. Aber nebenan wird irgendwie die Straße repariert und deswegen ist da gerade mega der Lärm. Aber ich muss es jetzt machen, weil gleich ist schon 10 Uhr. Und das Video soll um 14 Uhr online kommen, deswegen tut mir leid auf jeden Fall dafür. So, und bei dem letzten Sneaker-Release für diese Woche handelt es sich um den Jordan 1 Biohack. Dieser Schuh soll jetzt am 4.9. rauskommen, einen Retailpreis von 160 Euro haben und in den Size U7 bis 9,5 wird er so circa 350 Euro Moveset bringen. Ich persönlich muss sagen, dass ich den Schuh vom Colorway eigentlich ganz interessant finde, denn er ist eben aus mehreren verschiedenen Farben zusammengesetzt worden, die einen so ein bisschen an andere Jordan Colorways erinnern. Zum Beispiel erinnert mich das Braun sehr an den Jordan 1 Travis Scott, beziehungsweise an den Jordan 1 Dark Mocker, der jetzt in der kommenden Zeit rauskommen soll. Außerdem sollen die ganzen bunten Farben an Tokio und Japan sozusagen ein wenig angelehnt sein, denn es sollen damit diese Vibrant Neo Signs so in den Städten, sag ich mal, ein bisschen wiedergespiegelt werden. Ich persönlich finde, dass es jetzt nicht so mega auffällt und das ist das Erste, an was ich denken würde. Dennoch auf jeden Fall an sich ganz cooler Schuh. Ich persönlich würde ihn nicht selber tragen, wenn man ihn mir schenken würde und ich dafür nichts zahlen würde, dann ja. Aber so an sich würde ich sagen, ist es jetzt nichts für mich. Meine Empfehlung, stockt den Schuh auf jeden Fall. Der sollte mit der Zeit sogar noch ein bisschen nach oben gehen. Aber wenn ihr den nach dem Release einfach resellen würde, ist es natürlich auch nicht schlecht. Denn er bringt halt mega, mega viel direkt nach dem Release. Man kann halt noch bisschen mehr rausholen, wenn man noch mal länger wartet. Aber ich würde ihn sogar eigentlich direkt resellen. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit den Leaks und News im Sneaker-Bereich und fangen wir da mal an mit den Nike Dunk High in dem Strawberry Cut Colorway. Dieser Schuh sollte eigentlich zum 420 dieses Jahres kommen, allerdings wurde der Release jetzt weiter nach hinten verschoben aufgrund von dem hustenden Thema. Also da ist ja so eine hustende Erdbeere drauf und das Ganze hat jetzt zu Corona nicht wirklich gepasst und es war, glaube ich, auch von Nike ein ganz schlauer Schachzug, den Release einfach weiter nach hinten zu verlegen, denn es könnte sehr provokant rüberkommen, hätten die den Schuh gedroppt und ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwelche Leute da Nike angezeigt hätten sozusagen, weil die das Thema irgendwie sehr provokant finden oder sonstiges. Auch wenn es nicht daran angelehnt ist, kann es sein. Wenn dieses Schuh aber rauskommen wird, wird er 100 Euro Mute kosten und in den Size U7 bis 9,5 bringt er momentan so ca. 1500 Euro. Kann aber sein, dass er nach dem Release auf eher so um die 1000 Euro droppt. Also auf jeden Fall trotzdem eigentlich sehr, sehr guter Release vom Resell her. Ich persönlich muss sagen, dass der vom Colorway jetzt nicht wirklich wieder mal meins ist, weil er halt sehr, sehr auffällig ist. Dennoch so von dem Konzept her und sowas eigentlich ein ganz cooler Schuh und von dem Design an sich für ein Nike Dunk auch sehr, sehr cool. Halt wie gesagt nicht so wirklich meins.
Wenn ihr den aber bekommen solltet, stockt den einfach, der sollte auch mit der Zeit nach oben gehen. Aber ich werde euch noch mehr Informationen geben, wenn es dann zu dem Release kommt. So, und bei dem letzten Schuh, den ich für euch habe, handelt es sich um den Jordan 1 Orange Black Toe. Dieser Schuh wird jetzt im Jahr 2020 rauskommen, einen Retailpreis von 160 Euro haben. Und wenn er so rauskommt wie auf den ersten Mockup-Bildern, denke ich mal, wird er so 400 Euro im Resale bringen. Allerdings kann ich es mir nicht vorstellen, dass er genauso rauskommen wird, denn bis jetzt hat man das ja immer bei so Colorways gesehen, die anfangs cool aussahen. Bestes Beispiel Jordan 1 Shatter Backboard 3.0 oder zum Beispiel der Jordan 1 Lucky Green, der jetzt im Oktober rauskommen soll. Dass eben die Schuhe anfangs auf dem Mockup Bildern cool aussahen, weil man sich so ungefähr vorstellen konnte, wie die aussehen würden. Allerdings letzten Endes sahen die einfach komplett Trash aus. Dementsprechend will ich auch noch gar nicht viel zu viel zu den Schuh sagen, denn es kann auch sein, dass der sich komplett verändert. Also da deswegen mehr Informationen, wenn es soweit. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon direkt zum Hold or Sell Bereich, denn im Fashion Bereich habe ich diese Woche leider nichts für euch, aber deswegen geht es jetzt auch direkt zum Hold or Sell Bereich, wo ich über vergangene Sneaker Releases rede und euch Empfehlungen gebe, ob ihr die Schuhe eher weiterhin holen sollt, also stocken solltet, also sie weiterhin zu Hause aufbewahren solltet oder ob ihr sie mittlerweile sellen solltet, also sie am besten jetzt verkaufen solltet, weil die nicht mehr vom Wert nach oben gehen. Also falls ihr nochmal zu Hause irgendwelche Schuhe habt, die ihr noch verkaufen könnt und nicht wisst, was ihr damit machen sollt, dann guckt auf jeden Fall immer im Hold or Sell Bereich rein, denn da rede ich eben genau über solche Releases. Oder falls ihr doch noch ein paar Sachen ankaufen wollt, könnt ihr daran auch, sage ich mal, ein paar Inspirationen, sage ich mal, nehmen, denn das sind keine Empfehlungen von mir und ich möchte auch nichts damit zu tun haben. Also hiermit, sage ich mal, sind das keine Empfehlungen von mir. Ich habe nichts damit zu tun. Es sind trotzdem eure eigenen Entscheidungen, ob ihr euch die Schuhe kauft oder nicht. Aber ihr könnt jetzt, sage ich mal, ein bisschen euch daran orientieren, was so meine Meinung ist. Der erste Schuh ist ein Hold und zwar handelt es sich hier um den Nike SB Dunk Low Medicom. Dieser Schuh bringt momentan so 450 Euro im Resale und ist leider auch ein wenig gerade gedroppt. Allerdings ist meine Prediction, dass er so in 6 Monaten bis auf die 800 Euro hochsteigen kann. Also ich denke mal, dass er sich sehr ähnlich wie der Strange Law verhalten wird. Also da meine Empfehlung, stock den Schuh auf jeden Fall, der sollte mit der Zeit einiges nach oben gehen, deswegen da stock den einfach, der wird nicht jetzt weiter nach unten gehen, sondern wenn er nach oben. So, bei dem zweiten Hold handelt es sich um den Jordan 1 CO.JP in dem Tokyo Colorway. Dieser Schuh kam ja jetzt vor 1-2 Wochen raus und hat jetzt so nach dem Release im Resale nicht so viel gebracht. Trotzdem ist da meine Empfehlung, stock den auch so um die 6 Monate, denn dann sollte der so auf die 300 Euro, 350 Euro hochgehen. Denn meiner Meinung nach ist ein sehr, sehr cooler Schuh und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sich den noch nach dem Release jetzt zulegen wollen. Also da sollte der mit der Zeit nach oben gehen. Der Schuh war zwar schon letzte Woche im Video bei Tumi drin, aber ich nehme ihn jetzt nochmal rein, weil es fragen mich so viele Leute immer, was man mit dem machen sollte. Deswegen da meine Empfehlung, stockt ihn auf jeden Fall noch ein wenig weiter. Und eine letzte Sell-Empfehlung habe ich noch und zwar handelt es sich um den Yeezy 350 V2 in dem Israfil Colorway. Dieser Schuh hat jetzt nach dem Release ein wenig etwas schon im Resale gebracht und er sollte, denke ich mal, jetzt nach dem Release eher weiter nach unten gehen. Und wenn ihr den stocken wollt, müsst ihr wirklich 12 Monate oder sowas warten, bis er dann nach oben geht, weil Yeezys gehen meistens noch mal irgendwann bis nach oben, aber da muss man echt sehr, sehr lange warten. Also Leute, das war's dann jetzt auch schon mit dem Hold or Sell Bereich. Ich würde sagen, wir kommen jetzt noch mal wie immer zu den Fits der Woche, wo ihr mich und Tu auf euren Instagram-Bildern markieren könnt und wir werden euch dann mit etwas Glück schon mit in unser Video mit reinnehmen. Also uns müssen die Outfits gefallen und natürlich die Fotos auch, also solltet ihr darauf achten, dass es halt gute Outfits und coole Fotos sind. Auf jeden Fall würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt zum ersten Outfit und auch da wieder markiert erstmal nur Tu. Gerade ist mein Instagram-Account halt tot, aber ihr werdet es sehen, wenn er wieder hoch oder wenn er wieder online ist, wenn ich da wieder Stories poste. Auf jeden Fall kommen wir jetzt direkt zum ersten Outfit der Woche und zwar kommt das von Simon Leander. Er trägt hier auf diesem Bild ein weißes T-Shirt, dazu dann noch eine Shoulderbag. Ich kann leider nicht erkennen, welche Marken das jeweils sind. Dann trägt er noch die Jordan 4 Red Metallic und dazu trägt er dann noch eine Jeanshose, die so einen leichten, weiß ich nicht, DIY-Look hat, also auf jeden Fall sieht die so gebleached aus, beziehungsweise so sieht es so aus, als ob da Wolken drauf sind. An sich auf jeden Fall sehr, sehr cooles Fit. Grüße gehen hier raus an dich. Würde euch mal interessieren, wenn ich die Outfits auch so von 1 bis 10 bewerte. Schreibt das Ganze unten mal in die Kommentare, dann könnte ich das, sage ich mal, einfach noch hinzufügen. Wenn nicht, dann auch egal. Das nächste Outfit kommt jetzt aber auf jeden Fall von Unterstrich, Irenz Unterstrich oder Lrenz Unterstrich oder wahrscheinlich Lorenz dann. Er trägt hier auf diesem Bild ein blaues T-Shirt, ich kann leider nicht erkennen, was es für ein T-Shirt ist. Dazu trägt er dann noch eine Tote Bag von Stussy, die er tut ja auch. Dann eine Jeanshose, die so einen dunklen Schwarzton hat oder so einen dann eher helleren Schwarzton. Also eine leicht verwaschene schwarze Jeanshose. Finde ich meiner Meinung nach sehr cool, auch dass die so schön breit fittet. Und dazu trägt er dann noch die Nike Dunk Low in dem Kentucky Colorway, welche perfekt zum T-Shirt passen. Also meiner Meinung nach sehr, sehr cooles, cleanes und schlechtes Outfit.
Grüße gehen hier raus an dich. Besonders letzte Outfit kommt dann von Manu.258. Er trägt hier auf diesem Bild einen Hoodie von Misbehavior, welches so ein blaues Artwork drauf hat. Ich weiß nicht, was es ist. Ich glaube, das sind Geister da drauf. Auf jeden Fall sieht der eigentlich echt sehr, sehr cool aus. Dazu trägt er dann noch eine Shoulderbag oder eine, ja, ich denke mal Shoulderbag in der Hand. Da kann ich leider nicht erkennen, was es für eine Marke ist. Tu hat mir auch einen Screenshot senden können von den Bildern leider. Ich konnte leider nicht selber drauf gucken und ob da irgendwas markiert wurde. Dann geht es weiter mit seiner Hose. Er trägt einfach eine ganz normale, schlichte Cargo-Hose. Und dazu dann noch die Nike Air Force One. Ich denke mal, das ist ein ganz normales, schlichte Air Force One. Auch das all over sehr, sehr cooles, cleanes und schlichtes Outfit. Ich würde aber sagen, das war es dann jetzt auch schon mit dem Fits der Woche und auch allgemein mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn das der Fall war, lasst mich auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben wissen und schreibt das Ganze unten in die Kommentare. Und falls ihr noch auf dem Kanal seid, herzlich willkommen. Ihr dürft uns natürlich gerne abonnieren und die Glocke anschalten. Ich würde aber sagen, das war es jetzt mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.